Jo, und das ist nicht gut. Ah! Wow! Oh. Servus Freunde, herzlich willkommen zum neuen Video. Diesmal aus dem Racepark, also ich bin gerade auf dem Weg zum Racepark Schulenberg. Hier findet dieses Wochenende der Gravity Cup statt und ich habe die Kamera dabei. Letztes Mal an der Strecke, nächstes Mal wieder fahren. Und genau, ich würde sagen, wir schauen mal, was geht. Es ist rutschig, ist nass, ist am Regnen. Da oben ist ein Gewitter. Wir schauen, wird interessant. Viel Spaß, let's go! Oh. Alter, Alter! So, hast du gesehen? Ja. Und das ist nicht gut. Achtung! Eine Grüne, ja, der mit dem V5. Oh, der ist aber über die Kurve einmal schön so ohne Fahrrad drüber gehängt. Junge, nee, das war so ein geiles Wetter. Ja, Freunde, ich glaube, da wurden wir gerade mal ein bisschen nass, ne, Yannick? Nö. Nö. Ja. Ich nicht, ich stand schön trocken unter dem Pavillon. Jeden Tag eine gute Tat. So, und jetzt, ich war gerade duschen, die Sachen trocknen, aber heute gehen wir nicht mehr in die Strecke. Julian, ich bin ein bisschen stolz auf dich. Du hast so einen Einsatz gezeigt, das war sehr beeindruckend. Ja, wenn ich das jetzt reinschneide, denke ich, ich wäre selbst verliebt. Ja, vielleicht bin ich das auch. Wiederhol das mal bitte. Was willst du? Der Jakob hat gesagt, ihr sollt mir die Flasche Havanna geben. Bitte sehr. Dankeschön. Na. Guten Durst. Guten. Nee, ist nicht zum Trinken, ist zum Desinfizieren von den Wunden. Aha. Sein Sohnemann hat sich auf die Klappe gelegt. Aber dem geht's gut. Wenn du das Video schicken kannst, du einblenden. Ja, er kommt jetzt hier rein. Oh Gott. So, Freunde, neuer Tag, neues Glück. Yannick. Guten Morgen. Wie geht's dir? Deine Linse ist dreckig, mir geht's gut. Willst du die Zuschauer das gleich mal mit noch auf die Strecke nehmen? Ich nehme euch gleich mit auf die Strecke, es wird geil. Genau, ich nehme mir die Kamera, wir filmen ein paar Crash, denn es regnet wieder. Ist Schulenbecher für berüchtigt bei den Wurzeln. Ja, ich kann es kaum abwarten, wieder Rad zu fahren. Zwei Wochen noch. Zwei ganze Wochen noch, dann bin ich back. Finlay, wie macht man sich warm vorm Training? Schön hochfahren in Schulenberg. Ja. Wie weit ist das nach oben? Stimmt ein Stück. Da sind ein paar hundert Meter. Ja. Ja. Kann man machen. Kann man machen. Muss man aber nicht. Kann man auch sein lassen. Ich fahre ganz entspannt mit dem E-Bike nebenher. Ich werde einfach faul. Olaf, was sagst du zur Strecke? Rutschig, matschig und rutschig. Aber schön zum Zugucken, ne? Ja, zum Zugucken optimal. Also ja. Nur die Sicht ist ein bisschen eingeschränkt, weil wir haben hier Nebel, gefühlt 50 Meter Sicht. Ja. Dass die Fahrer einen Nebelscheinwerfer von euch anhaben. Das werden wir nur im Wahrsten haben. Wem hat der? Jawohl! Woo. Jawohl, Luca! Woo. Ja, mit Hass! Woo. Oh, Nick! Niklas!
Nico wieder. Oh. Ich bin frei, kann fahren. Janek, ich glaube, ich spack dir mal die GoPro auf. Wie ist das Training bis jetzt? Ganz gut. Bin einen Lauf gefahren gerade, war ein bisschen schmierig jetzt. Aber ich glaube, bis zum Rennen trocknen die Wurzeln alle ganz gut ab. Du siehst ziemlich schnell aus. Also ich glaube, es wird immer Zeit, dir die GoPro aufzuspacken. Das machen wir jetzt. Ich nehme euch eine Runde mit. Genau, viel Spaß mit Janek. Nick, Junge! Wow! Junge! Junge, Junge, Junge! Jawohl, Luca! Woo! Boah! Wow! Schnelle Linie, sehr schnelle Linie, Junge! Musst du fahren, da kommt der nächste! Ehrlich? Herrlich, herrlich. So muss man das fahren. Wenn man das nicht so fährt, ist man nicht schnell. Und wenn du da schnell bist, bist du überall schnell. Wow. Bin nett. Hier schön früh raus. Ja, Achtung. Ui! Schöne Vorführung, ja. Janek Schneider, wie lief's? Training ist vorbei, jetzt gleich wird's ernst. Ist der Till noch? Till fährt als letzter. Ja. Naja, warst zu schnell wohl und Janek als drittletzter. Jo, lief eigentlich ganz gut. Ich habe einen Vorlauf gemacht, wo ich unten im letzten Teil einen vor mir hatte und dann nur da im Sitzen runtergestuhlt bin. Und dafür jetzt offenbar die drittschnellste Zeit im Training. Solide, mal gucken. Ich denke mal, die anderen haben keine Full-Laps gemacht vielleicht auch. Ja, werden viele sein. Aber ist schon mal eine Ansage. Viel Erfolg. Ich will da schon eine Kamera in die Fresse gehalten zu bekommen, wenn du gerade so kurz vorm Einschlafen bist. Du sollst jetzt nicht einschlafen. Komm schon! Ja,
guck mal, wie leicht das geht. Sieh! Ja! Sieh, sieh, sieh! So, wir haben ja Bremse auf! Komm, weiter! Sehr gut! Richtig mit Hass! Jawohl! Ja, stark! Highline! Jawohl! Jawohl, Finley! Komm! Ja! Sieh zu! Jawohl! Mehr! Jawohl! Komm, Junge! Komm! Klasse Herren! Till Ohlendorf! Komm! Da ist er! Erster! Till, hast es geschafft? Einer ist am Podium gelandet und zwar du, Yannick nicht. Ja, was hast du gemacht? Woran hast du gelegen? Ja. Oder wie war es eher? Ja, war ein guter Run auf jeden Fall. Also nach der ersten Wurzelsektion der Linkskurve musste ich erstmal ein bisschen zurückdrehen, weil ich gemerkt habe, wenn ich jetzt so weiterfahre, dann überlebe ich den Run nicht. Hat auch super geklappt. Run war eigentlich super stark, muss man sagen, bis auf das letzte Wurzelstück. Da bin ich ausgeklickt und. Aber hat gereicht so, man kann sich nicht beschweren. So. Hammerlauf. Auf jeden Fall ein geiles Wochenende gewesen. Ja, deswegen guten Hunger und schöne Einfahrt. So Freunde, das war's aus Schulenberg. Mega ärgerlich für Yannick. Vierter Platz letztendlich. Es ist irgendwie so der undankbarste Platz. Ein Platz in der Podium und doch so schnell. Aber gut. Der Junge ist mega krass gefahren. Und das war auch das letzte Rennen für mich neben der Strecke. Denn das nächste Video wird wieder auf dem Bike sein. Freunde. Ich werde, also jetzt in einer Woche, also jetzt, wenn das Video rauskommt, in einer Woche, werde ich nach Österreich fahren, beziehungsweise zum Geistkopf-Spielzeug, mal schauen. Ich habe das Download fertig und ich bin mega hyped, endlich wieder auf dem Rad zu sitzen. 3 Monate Pause gehabt, da steckst du nie drin, Verletzungen, müssen auskurieren, aber jetzt bin ich an dem Punkt, dass es wieder geht. Und ich freue mich. Wir sehen uns jetzt bald wieder auf dem Rad, Freunde. Lasst mir ein Like und ein Abo da, es geht wieder los. Ich würde sagen, bis auf 2 Rädern, ciao, ciao.